Willkommen zurück. Betonung liegt auf zurück, denn wenn Sie jetzt hier einsteigen, dann ist das nicht besonders sinnvoll. Es geht um befristete Arbeitsverträge und es ist sinnvoll, dass Sie entweder das Thema schon kennen und können und nur hier gezielt zugreifen. Dann ist es okay, wenn Sie dieses Video schauen. Sonst ist es nicht sinnvoll für Sie. Da ist es sinnvoller, wenn Sie meine anderen Videos schauen zu den befristeten Arbeitsverträgen, denn wir sind jetzt hier am Ende des Themas, nämlich bei den Folgen unwirksamer Befristung. Wir sind also im Arbeitsrecht, wir sind bei befristeten Arbeitsverträgen und befristete Arbeitsverträge können wirksam befristet sein oder sie können unwirksam befristet sein. Und was sind die Folgen, wenn die Befristung des Arbeitsvertrages gar nicht wirksam war? Was passiert dann? Und die Rechtsgrundlage dafür ist natürlich im Teilzeit- und Befristungsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und da ist es der Paragraph 16. Der Paragraph 16 liest sich ganz gut. Schauen wir mal kurz rein. Ja, ist nicht besonders lang. Ist auch im Prinzip nur, sind es nur zwei Sätze, ne? Wenn Sie hier auf die kleinen Ziffern hochgestellt schauen, dann sehen Sie die Anzahl der Sätze. Das sind nicht Absätze, sondern Sätze. Paragraph 16, Folgen unwirksamer Befristung. Also genau das Thema unserer Mindmap. Und der Paragraph 16 im Teilzeit- und Befristungsgesetz, ne, immer sich orientieren, wo man ist, sagt, ist die Befristung rechtsunwirksam? Also ein befristeter Arbeitsvertrag ist gar kein wirksamer befristeter Arbeitsvertrag. Befristung ist rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Aha. Also wenn die Befristung unwirksam ist, dann gilt trotz allem ein Arbeitsvertrag, aber es ist dann eben ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Lesen wir weiter. Er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden. Was ist das vereinbarte Ende? Ach so, das ist das vereinbarte Ende des ursprünglich mal als befristet aufgesetzten Arbeitsvertrages. Sofern nicht, aha, geht also möglicherweise doch, dass der Arbeitgeber kündigen kann, sofern nicht nach § 15 Absatz 3 die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt möglich ist. Ja, das ist der Grund, warum ich sage, steigen Sie nicht hier ein. Wir haben in anderen Mindmaps uns erarbeitet, dass beim befristeten Arbeitsvertrag die Kündigung eigentlich systemfremd ist, man sie gleichwohl einzelvertraglich vereinbaren kann. Und das meint dieser erste Satz. Wenn also die Kündigungsmöglichkeit vereinbart ist, im Vertrag, einzelvertraglich, dann kann der Arbeitgeber auch früher kündigen als zu dem Zeitpunkt, wo der unwirksam geschlossene befristete Arbeitsvertrag geendet hätte. Ich hoffe, Sie können noch folgen. Ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam? Aha, es gibt also verschiedene Arten, verschiedene Gründe, aus denen heraus ein befristeter Arbeitsvertrag in seiner Befristung unwirksam sein kann. Hier ist es Mangel der Schriftform. Kann der Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden? Aha. Okay, so, dann wollen wir das mal aufdröseln. Also, unsere Rechtsgrundlage ist der Paragraph 16, der Bezug nimmt im ersten Satz auch auf den Paragraph 15. Die große, große Rechtsfolge ist, es entsteht ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Wenn also die Befristung unwirksam ist, dann kann man nicht sagen, dann ist der Vertrag unwirksam, da ist nur die Befristung unwirksam. Nur die Befristung ist unwirksam, nicht der Vertrag. Es entsteht also ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit der Folge, der Arbeitnehmer hat Kündigungsschutz. Ich kürze das mal ab. K-Schutz, Kündigungsschutz. Was natürlich auch wieder nur gilt,
wenn das Kündigungsschutzgesetz gilt. Und wenn ich hier sage, der Arbeitnehmer hat Kündigungsschutz, meine ich den allgemeinen Kündigungsschutz, nicht den speziellen für Schwerbehinderte, Schwangere und so weiter. Ja, also wenn ein unbefristetes Arbeitsvertrag entsteht und das Kündigungsschutzgesetz im Unternehmen gilt, weil das Unternehmen mehr als 10 vollbeschäftigte Arbeitnehmer hat, zum Beispiel. Oder Konstellationen mit Teilzeitbeschäftigten, die aber in der Summe dann über 10 sind, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz. Und in diesem Fall hat der Arbeitnehmer Kündigungsschutz. Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis entsteht mit Kündigungsschutz für den Arbeitnehmer. So, und jetzt schauen wir uns die Gründe an, aus denen heraus eine Befristung unwirksam sein kann. Und wir haben schon eins gesehen, weil es ausdrücklich im § 16 erwähnt war, nämlich Schriftform nicht beachtet. Die Schriftform, die vorgeschrieben ist für Arbeitsverträge und für befristete Arbeitsverträge nochmal, das wurde nicht beachtet. Eigentlich sollte sowas gar nicht mehr passieren, aber es passiert eben doch. Und dann ist die Folge, der Arbeitnehmer kann vor Fristablauf kündigen. Die Befristung ist unwirksam geworden und der Arbeitnehmer kann jetzt eher kündigen. Ja, aber das will er doch gar nicht. Ja, trotzdem, rein theoretisch kann er jetzt früher kündigen. Und der Arbeitgeber kann auch vor Fristablauf kündigen. Ja, das ist eigentlich das Relevantere hier. Wenn die Schriftform nicht beachtet ist, kann der Arbeitgeber den befristeten Arbeitsvertrag, der eigentlich ja die Kündigung, die ordentliche Kündigung ausschließt, weil der Vertrag von vornherein befristet ist, kann ihn vor Fristablauf kündigen. Muss dazu die Kündigung einzelvertraglich vereinbart sein? Nein, weil es ausdrücklich im § 16 Absatz 2 steht. Wir haben es gerade gesehen. Ja, nochmal kurz zurück. § 16 im Teilzeit- und Befristungsgesetz, der Satz 2, ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schriftform unwirksam. Mit anderen Worten, Schriftform nicht beachtet, Vertrag nicht schriftlich geschlossen. Kann der Arbeitsvertrag, und zwar von Arbeitgeberseite und von Arbeitnehmerseite, auch vor dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden? Jetzt könnte man noch ergänzen, wenn ein Gesetz um Klarheit bemüht wäre, was es nicht ist. Ja, aber nehmen wir mal an, es wäre um Klarheit bemüht. Könnten wir noch ergänzen, selbst wenn die Kündigungsmöglichkeit nicht im Arbeitsvertrag steht. Selbst dann geht das. Anders sieht es aus bei den anderen Gründen, die eine Befristung unwirksam machen. Nämlich, der Arbeitnehmer war vorher schon beschäftigt. Ja, wir haben im § 14 gesehen, dass das eine wichtige Regelung ist, dass der Arbeitnehmer nicht vorher schon im gleichen Unternehmen beschäftigt gewesen sein darf, um ihn ohne Sachgrund befristet einzustellen. Wenn sie also herausstellt, der Arbeitnehmer war schon mal da beschäftigt und sei es vor 10 Jahren und die Akten hat keiner mehr und man weiß es überhaupt nicht und so weiter, dann gilt, der Arbeitnehmer kann vor Fristablauf kündigen. Und der Arbeitgeber, kürz ab mit AG, kann nicht vor Fristablauf kündigen. Hier ist also der Arbeitnehmer sozusagen geschützt, denn genau das ist ja der Sinn dieser Regelung. Wenn der Arbeitnehmer vorher schon mal im gleichen Unternehmen beschäftigt war, dann darf er nicht mehr ohne Sachgrund befristet eingestellt werden. Ja, dann darf er nur noch unbefristet eingestellt werden. Deswegen
darf der Arbeitgeber hier nicht vor Fristablauf kündigen, sodass wenigstens dieser befristete Arbeitsvertrag dem Arbeitnehmer erhalten bleibt. Aber es sei denn, der Arbeitgeber hat, und Sie ahnen schon, was jetzt kommt, die Kündigungsmöglichkeit einzelvertraglich vereinbart. Ja, dann geht auch das, dann gilt dieser Satz nicht, dann muss das nicht raus. Dann gilt, wenn das vereinbart wurde, Einzelvertrag, kann auch der Arbeitnehmer vor Fristablauf kündigen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Grund, nämlich der Arbeitnehmer wurde befristet eingestellt und zwar mit Sachgrund, aus sachlichem Grund. Stellt sich aber heraus, es ist kein anerkannter sachlicher Grund. Ja, der Grund ist gar kein richtiger Grund, sodass man nicht sagen kann, es ist eine Befristung aus sachlichem Grund, weil der sachliche Grund nichts taugt. Und auch hier gilt die gleiche Regelung wie hier. Also, wir müssen nur abschreiben. Der Arbeitnehmer kann vor Fristablauf kündigen. Der Arbeitgeber kann nicht vor Fristablauf kündigen. Ja? Und immer dran denken, es entsteht ein unbefristeter Arbeitsvertrag, den der Arbeitgeber aber für die ursprünglich vereinbarte Zeit nicht kündigen kann. Ja, also können wir sagen, oh verdammt, jetzt ist der unbefristet beschäftigt, das wollten wir doch eigentlich gar nicht. Wie können wir dem kündigen? Erstmal gar nicht, solange der befristete Arbeitsvertrag noch läuft. Und wenn dann die ursprünglich vereinbarte Frist abgelaufen ist, ist ja der Arbeitnehmer in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis und hat Kündigungsschutz. Und jetzt kann der Arbeitgeber aber kündigen. Er muss, wenn das Kündigungsschutzgesetz gilt, natürlich Gründe haben. Na, Sie wissen, betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt. Aber er kann kündigen. Vorher kann er noch nicht mal kündigen. Ja, er kann nicht vor Fristablauf kündigen. Jetzt kommt wieder die Ausnahme. Es sei denn, die Kündigungsmöglichkeit, ich kürze ab, die K-Punkt-Möglichkeit, die Kündigungsmöglichkeit war einzelvertraglich vereinbart. Ja? Das ist die Regelung. Was bedeutet das aus Arbeitgebersicht? Wenn Sie befristete Arbeitsverträge machen, arbeiten Sie die ordentliche Kündigungsmöglichkeit, die sonst ausgeschlossen ist, in den Arbeitsvertrag ein. Es verbessert Ihre Rechtsposition als Arbeitgeber, wenn sich herausstellen sollte, dass die Befristung unwirksam war, dann können Sie wenigstens kündigen. Allerdings beginnt dann der Film mit dem Kündigungsschutzgesetz. Dann muss man prüfen, sind Ihre Gründe oder Ihr Grund betriebsbedingt, personenbedingt, verhaltensbedingt und dann riskiert der Arbeitgeber möglicherweise eine Kündigungsschutzklage und so weiter, genau wie bei einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis, aber immerhin, man kann kündigen. Wenn man das nicht macht und der Grund war kein Grund, kann man noch nicht mal kündigen. Ja? So ist die Regel. Bisschen kompliziert, bisschen vertragt, aber wenn man es hier so aufgedröselt hat, denke ich, sollte es klarer sein. Das ist zumindest der Sinn dieses Videos und dieser Mindmap. Alles Gute, Marius Ebert.
Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.